Hallo, heute gibt es bei mir wieder eine HelloFresh Kochbox im Unboxing. Die ist heute bei mir angekommen und jetzt packe ich sie auch gleich aus. Wie immer habe ich die vegetarische Kochbox ausgewählt und die beinhaltet drei verschiedene Gerichte für je zwei Personen. Und so ist das also alles verpackt. Hier sind die Sachen, die gekühlt werden müssen, und in den drei einzelnen Tüten sind dann die drei verschiedenen Gerichte. Hier sind dann auch wieder die Rezeptkarten mit dabei. Da kann ich euch gleich zeigen, was ich mir ausgesucht habe. Das erste Gericht sind die Maxi-Ravioli mit Steinpilzfüllung. Und auf der Rückseite steht dann auch immer ganz genau, wie man das Gericht zubereitet. Das ist Schritt für Schritt erklärt und ganz einfach. Das zweite Gericht ist eine mexikanische Süßkartoffel aus dem Ofen. Das sieht so aus. Und das dritte Gericht, und auf das bin ich besonders neugierig, das ist nämlich ein afrikanischer Erdnusseintopf mit Bolotti-Bohnen. So, das müsste also jetzt die Tüte sein für die mexikanische Süßkartoffel. Und jetzt kommen die Maxi-Ravioli mit Steinpilzfüllung dran. Und als letztes dann der afrikanische Erdnusseintopf. Und da habe ich noch einen Lauch gesehen, der gehört nochmal zu dem Maxi-Ravioli. Und zuletzt kommen dann die Tüte mit den gekühlten Sachen.
So, das ist also jetzt der komplette Inhalt des Pakets mit den drei Gerichten. Zuerst mache ich wie immer das Gericht, das Pilze enthält, da ich die natürlich nicht so lange aufheben möchte, damit auch alles schön frisch ist. Und das sind in diesem Fall jetzt die Maxi-Ravioli mit den Champignons, die da dazukommen. Und ich werde, wie auch die letzten Male, immer jedes Gericht einzeln kochen und auch für jedes Gericht separat ein Video für euch machen. Da könnt ihr dann sehen, wie ich das zubereite und wie es dann auch fertig aussieht. Wenn ihr auch Lust habt, so eine Box mal auszuprobieren, dann könnt ihr gerne mal auf den Link unter meinem Video klicken und euch die verschiedenen Boxen ansehen. Es gibt ja nicht nur die vegetarische Box, die ich jetzt habe, sondern auch eine ganz normale Box. Und auch noch andere, da könnt ihr gerne mal durchschauen, was da das Richtige für euch ist. Ich finde das ja ganz praktisch, da man hier alles schön portioniert, passend für ein Gericht bzw. hier zwei Gerichte geliefert bekommt. Man muss nicht einkaufen gehen, gerade wenn es mal etwas an der Zeit mangelt. Oft hat man ja mal etwas Stress und möchte aber trotzdem nicht auf gutes Essen verzichten. Und dann bekommt man das hier bequem an die Haustür geliefert und kann auch mal neue Gerichte ausprobieren. Beziehungsweise auch mal neue Lebensmittel habe ich hier durch die HelloFresh-Box schon kennengelernt, die ich vorher wahrscheinlich gar nicht gekauft hätte. Und so kann man es eben mal ausprobieren. Falls ihr über meinen Link bestellt, gibt es auch aktuell einen Gutschein mit dazu für euch. Und so macht das Ausprobieren doch gleich doppelt so viel Spaß. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und schaut auch gern rein, wenn ich dann die Gerichte koche. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und jetzt wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Kochen.